Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Let's Try hier auf den Nerdgedanken. Wir spielen Tavern Master und werden eine Taverne verwalten. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Tavern Master wird von Untitled Studio entwickelt und von Untitled Studio und Whisper Games published. Das heißt, wir haben es mal wieder mit Indies zu tun. Und dieser Key wurde mir freundlicherweise auch von Untitled Studio zur Verfügung gestellt. Also Dankeschön, liebe Jungs und Mädels. Da wollen wir doch gleich mal ins Spiel reinhüpfen und gucken, was hier so passiert. Okay, wir haben eine Taverne. Willkommen in deiner Taverne. Du wirst für die Verwaltung und das Wachstum deines Unternehmens verantwortlich sein. Okay, das kriegen wir hoffentlich hin. Sieh dich um, bewege die Kamera, indem du sie bei... WASD. Kein Problem, kriegen wir hin. Kamera auch drehen. Mit der Maustaste und so. Kein Problem, kriegen wir hin. Die Taverne sieht gar nicht aus wie eine Taverne. Eine Wand fehlt und es gibt keine Türen und keine Fenster. Lass uns das beheben. Ja, also das ist jetzt auch nicht besonders die schönste, ehrlich gesagt. Okay, gucken wir mal. Baumenü wäre cool. Ah ja, guck mal, hier kriegen wir sogar ein Baumenü. Zuerst bauen wir eine fehlende Wand. Klicke auf die Schaltfläche Wand bauen. Also diese hier. Und dann ziehen wir das von links nach rechts. Okay, 150 Gold hat der ganze Spaß gekostet. Wir brauchen eine Tür, damit die Kunden reinkommen können. Okay, also brauchen wir eine Tür, die wir hier hinsetzen. Und ein Fenster wäre natürlich auch nice. So, gut gemacht. Jetzt lass uns ein paar Tische und Bänke kaufen. Super. Wir haben im Moment nur einen Tisch in unserer Taverne. Das wird nicht reichen. Also lass uns noch einen kaufen, indem du unten auf den Esszimmer-Button klickst. Da. Okay, einfacher Tisch für 4 Personen. Den stellen wir dann mal hier hin. Und ein paar Sitzplätze bräuchte man vielleicht auch noch. Okay, einfache Bank kriegen wir auch hin. Plöck und plöck. Um genau zu sehen, wie gut unsere Taverne beleuchtet ist, kannst du auf dieses Kontrollkästchen klicken, um Lichter anzuzeigen. Okay, ziemlich dunkel. Also müssen wir auch noch ein bisschen Licht haben, sonst haben die Leute irgendwo ein Trinkproblem. Ja, machen wir das doch hier. Gut gemacht. Jetzt, wo wir genug Sitzplätze für unsere Gäste haben, wäre der nächste Schritt, Bier zum Servieren zu kaufen. Okay. Kriegen wir auch hin. Um das Bier zu kaufen, sollten wir zuerst in die Bar gehen. Klicke auf die Bar, um das Menü zu öffnen. Okay. Wir haben nur Wasser zum Servieren. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, weil nur wegen Wasser geht kein Mensch in eine Taverne. Ich würde das auch nicht tun. So. Ah, maximale Auffüllung kostet 150. Und wir sparen uns die gesamte Logistik mit reintragen. Auch nicht schlecht. Okay, immerhin, wir haben Bier und Wasser. Gut gemacht. Wir haben jetzt einen Platz, auf dem die Leute sitzen können. Wir haben Getränke, die wir servieren können. Und das Letzte, was fehlt, ist Personal einzustellen. Okay. Öffne das Personal-Pop-up. Okay, wir brauchen einen Barkeeper. Jeden Tag bekommst du neue Kandidaten zur Einstellung. Wählen einen dieser 4 auf, indem du auf die Schaltfläche einstellen klickst. Okay. Oh, was nehmen wir denn da Schönes? Wir haben hier Leute, die entweder plus 7 mehr Kunden anziehen oder 8 Getränke gleichzeitig tragen können. Wow. Der ist beim Getränke-Einschenken deutlich schneller als der Rest. Und läuft auch super schnell. Geschwindigkeit tragend ist er jetzt auch nicht super, super fix. Ich glaube, ich nehme jetzt mal Randall. Der trägt 4 Getränke. Er ist der, derjenige, ja, der kann 4 auf einmal tragen. Der ist beim Tragen nicht... Oh, der ist aber auch ganz schön lahm. Scheiße. Also irgendwo so diesen Mittelwegstypen gibt es irgendwie nicht. Ich glaube mal, ich nehme... Ja, das ist jetzt aber echt schwierig. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal den. Der ist nämlich beim Nichttragen ziemlich fix. Warte mal, der trägt 2. Ich probiere es mal mit ihm hier. So, dann haben wir Kellnerinnen. Du solltest eine Kellnerin einstellen und wir sind fertig. Okay. Erhält 1 Gold Trinkgeld mehr für jedes serviertes Getränk. Er gewinnt schnelle Erfahrung. Erhält 5 Gold Trinkgeld für jedes servierte Essen. Stimmung sinkt jeden Tag 20% langsamer. Puh. Oh mein, das ist ja alles nicht so leicht. Oh, das ist aber auch eine ganz, ganz schön lahme Ente hier. Nicht tragen. Oh Mann.
Ach Gott, ich nehme jetzt mal die mit der schnellen Erfahrung. Passt schon. Dann sind wir hier zumindest bedient. Wir haben alles vorbereitet, damit die Gäste kommen können. Bevor wir die Zeit zurückdrehen, wollen wir sehen, wie du neue Sachen für die Taverne freischalten kannst. Klicken Sie auf die Schaltfläche Forschung. Okay, kriegen wir hin. Upgrades werden erforscht, indem man verschiedene Arten von Getränken, von Gästen bedient und du kannst die Kosten der Forschung auf der linken Seite sehen. Für die Küche müssen wir 25 gemeinsame Gäste bedienen. Okay. Unsere einzige Möglichkeit ist jetzt, die Küche zu erforschen, also klicke auf den Forschungsbutton, um zu beginnen. Nachdem die Küche fertig ist, werden 3 weitere Upgrades für die Forschung zur Verfügung stehen. Ja gut. Dann nehmen wir erstmal die Küche. Mal gucken, was es sonst noch so gibt. Limonade, Gäste, plus 7 Gäste pro Tag und Musiker für die Taverne, Sonderveranstaltungen. Irgendwann gibt es dann Wein, dann gibt es Abenteuer und wir haben Kamingrill, ulala. Ale gibt es dann irgendwann, dann plus mehr Gäste, unbegrenzte Kellnerin, höherer Getränkepreis. Milch, Apfel, Wein und Met und noch mehr Köche. Schneidetisch, uiui. Eine neue Etage. Requisiten für Suppe. Okay, spielen wir dann, dass wir Suppe ausschenken? Ah, egal. Forscher haben wir dann. Oh, dann können wir auch ein Hotel aufmachen. Das ist ja witzig, okay. Unbegrenzte Bars, neue Etage. Ja, also irgendwann können wir hier ein Mega-Gebäude basteln, offensichtlich. Die Anzahl der Gäste pro Tag sagt dir, wie viele Leute im Durchschnitt jeden Tag in deine Taverne kommen. Kaufe Dekorationen und verbessere deine Taverne, um diese Zahl zu erhöhen. Okay. Gäste, 29,1 Gäste pro Tag. Hm. Ja, und wie machen wir das mit dem 0,1? Ist das dann ein Zwerg, der hier irgendwie durch die Tür dackelt oder so? Ha. Egal. Wir sind bereit und unsere Taverne kann eröffnet werden. Klicke auf die Schaltfläche Spielen, um das Spiel fortzusetzen und warte darauf, dass Kunden reinkommen. Okay, kriegen wir hin. Mein letzter Tipp für dich ist, dass du darauf achten solltest, ob es genug Sitzplätze gibt, wenn alle Bänke besetzt sind. Kaufe mehr Tische und Bänke. Viel Erfolg. Okay. Na, dann gucken wir doch mal, was hier so läuft. Hier haben wir unseren ersten Gast, eine Gästin. Und, das ist offensichtlich ein Priester mit einer Tonsur. Okay. Die kommen dann hier auch gleich mal zum Saufen. Wunderbar. Ah, und die erste möchte gerne Wasser haben. Ha. Jetzt wird's voll hier. Okay, er möchte gerne Bier haben. Also die Kellnerinnen wissen sofort, was die Leute haben möchten. Das ist ja witzig. Okay, warte mal. Jetzt haben wir alle Tische voll. Jetzt kaufe ich nochmal 9. Ha. Das ist ja jetzt nicht das Thema. Das schaffen wir. Okay. Hier dürfte nochmal Platz sein. Und vielleicht noch ein bisschen Licht, damit es heimeliger wird. Wie, ich habe nicht genug Geld. Was, 100 kostet das? Alter Schwede. Wow. Ganz schön teurer Spaß. Na, dann machen wir mal weiter hier. Immerhin können sich die Leute jetzt hier mit Bier und mit Wasser besaufen. Das ist doch auch schon mal was. Und jetzt wird es hier auch ganz schnell ganz schön voll. Heidewitzka. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass unsere freundliche Kellnerin das nicht ganz so gebacken kriegt. Oder? Du solltest vielleicht die Leute hier unten auch mal bedienen? Ah, okay. Schon sind die Leute glücklicher. Ah, okay. Sie muss auf jeden Fall die ganzen leeren Becher wegnehmen, aber es gibt keinen Bestellvorgang. Also es ist, als würden die hier wahrscheinlich in ihre Richtung werfen, brüllen, was sie haben möchten. Schrägstrich der Barkeeper weiß das offensichtlich. Oh, okay, das ist interessant. Wenn das mal in einer normalen Bar auch so laufen würde, dann würden sich die Kellner echt viel Arbeit sparen. Aber so läuft das halt nicht. So. Und hier haben wir gleich mal 4 leere Becher. Aber zumindest werden die Leute bedient. Das ist ja schon mal was. 30,5 Gäste. Okay, es werden jetzt mehr. Hm. Was ist das hier? Besitze 4 Tische, besitze 8 Bänke. Ändere den Namen der Taverne, indem du das Schild vor der Taverne klickst. Beende eine beliebige Forschung. Okay. Ach, guck mal hier. Wie nennen wir denn die Taverne? Hm. Das ist immer so schwierig, solche Sachen. In sowas bin ich echt scheiße.
Ich nenne es einfach mal Blue Pony. So. Ich wollte es Prancing Pony nennen, aber das ist ja dann ein bisschen zu leicht. So, eins habe ich hier zumindest. Black. Ah, und wenn ich hier jetzt so voranlaufe in den erfüllten Aufgaben, dann kriege ich Gold. Oh, das ist nett. Und Bodenfliesen? Und was gibt es sonst noch? Dutch Chips in der KMC. Also ein Bild, das ich aufhängen kann. Neues Essensrezept. Noch mehrere Essensrezepte. Oh, ja, das ist, oh, eine Elite-Kellnerin. Oh, lala. Bodenfliesen. Das Arnolfini-Porträt. Okay. Und Starry Night. Das ist nicht schlecht. Okay. Das lohnt sich also durchaus. Ich gucke jetzt aber mal, was es so an Deko gibt. Was haben wir denn hier? Fass mit Schriftrollen? Was ist denn das hier? Ah, es gibt mehr Ansehen. Okay. Das kann ich mir aber alles nicht leisten. Das ist viel zu teuer. Ich kaufe jetzt erstmal eine Pflanze. So. Schauen wir mal, kann ich die irgendwie drehen? So, ist es gleich ein bisschen hübscher. Und Lichter. Nochmal eine Kerze, damit es hier ein bisschen gemütlicher wird. Boah. Ich glaube, das ist hübscher so. Dann machen wir hier mal weiter. Ja, das ist doch nicht schlecht. Und da gehen dann die Leute nach Hause, weil sie hier ordentlich gesoffen haben. Es ist inzwischen Nacht geworden. Ziemlich düster. Ich könnte hier mal irgendwie noch so ein bisschen Beleuchtung für die Wege brauchen, sonst sind die Leute doch ziemlich besoffen. Okay, oh. XP. Dieser Mitarbeiter ist 100% glücklich. Okay, cool. Und sie ist... Oh, sie hat das nächste Level. Das ist nice. Okay. Hohe Priorität. Okay. Ah, ich kann mir einen Punkt aussuchen. Na, das ist ja witzig. Okay. Ich glaube, ich mache hier mal Geschwindigkeit tragend. Dann ist sie nämlich ein bisschen fixer unterwegs. Das ist ja nicht schlecht, dass wir unsere Leute hier verbessern dürfen. Cooler Shit. Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt alles Geld in irgendwelche Deko rausrotze, dann macht das nicht so viel Spaß, weil ich muss ja irgendwann auch mal diese Fässer hier auffüllen, fürchte ich. Aber das ist cool. Also mit unserer ersten Küchenanleitung. Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten der Küche. Hier ist ein Bonus von 800 Gold, damit du genug Geld hast, um sie zu bauen. Okay, geh in den Küchenshop, kaufe eine Küchentheke, ein Tellerregal und eine Kiste. Stelle einen Koch ein und warte auf Kunden, die Essen bestellen. Okay, I see. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen was kaufen. Küche. Und wo bastel ich das jetzt hin? Ich meine ja nur, muss ich hier ein extra Zimmer bauen oder so, hä? Wahrscheinlich schon. Weil ich glaube mal, wenn ich das jetzt hier alles hinsetze, dann wird es ein bisschen sehr eng. Hör mal. Und die Theke brauche ich wahrscheinlich auch. Gibt es dafür irgendwie eine... Ja, okay, das... Ich brauche wahrscheinlich schon irgendwie... Ha. Okay, da müssen wir uns wahrscheinlich dann doch so ein bisschen Räumlichkeiten beschaffen oder so. Mal gucken. Sonst kann ich mir das hier nicht leisten. So. Haben wir hier auch einen Boden? Ja, ich glaube, wir nehmen einen Steinboden oder so. Okay, das sieht doch ganz brauchbar aus. Wir haben hier ein Fenster. Hier können wir eigentlich noch eins hinmachen. Das ist ein bisschen hübscher. So. Was haben wir denn hier? Oh, das ist ja witzig. Da kann man ja richtig schicke Sachen basteln. Na, nice. Aber so viel Kohle haben wir jetzt gerade eh nicht. Insofern müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier so alles mitnehmen. Ich glaube, ich mache das jetzt hier mal so. Ah, okay. Das ist eine Esstheke. Ach, okay. Das ist hier für die Kellner. Okay.
I see. Und hier hinten ist dann derjenige, der kochen soll, dahinter. Ah. Wahrscheinlich hätte ich gar keine so riesige Küche gebraucht, aber was soll's. Jetzt haben wir die halt schon mal. Was mache ich denn mit der Kiste? Ich setze die jetzt mal so hin. Irgendwie wird das schon klappen, hoffe ich. Dann haben wir hier ein Tellerregal. Okay, mal gucken. Und dann muss ich noch einen Koch einstellen. Da war ja noch irgendwas. Warte mal, Personal war hier hin. Okay, Alter. Ich denke, ich nehme mal den Ausgeglichenen hier. Und dann schauen wir mal, wie die Nummer hier läuft. Oh, vielleicht sollte ich noch ein Licht hier reinmachen, sonst sieht der Koch beim Kochen nichts. Das ist natürlich auch so ein bisschen blöd. Hä? Ja, ich mache hier auch ein Licht. Oder so? So. Ist ja dann sonst ein bisschen sehr peinlich. Katze, könntest du vielleicht kurz hier von meinem... Dankeschön. Wieder mal eine Katze vor meinem Bildschirm. Ist das schlimm? Man sieht sonst nichts. Ja, mal gucken, was jetzt hier so läuft. Aber ich glaube mal, ich werde dann relativ bald eine neue Köchin... eine neue Kellnerin brauchen. Oh, das wird teuer hier, der Spaß. Huch. Oh, ich habe heute gleich mal 913 Goldmünzen ausgegeben. Wow. Arti. Ach, das wird schon werden. Egal. Hatten wir verärgerte Kunden? Nein, wir hatten keine, die wütend gegangen sind. Das ist ja schon mal was. Nächsten Tag beginnen. Okay, los geht's. Oh, wir könnten heute 71,2 Gäste kriegen. Jetzt müssen wir erstmal warten, ob da jemand auftaucht. Was ist das denn hier? Ah, beende eine beliebige Forschung. Cool. Es läuft. Als nächste Forschung, was haben wir denn hier? Limonade, mehr Gäste. Ich mache mal die Limonade, das ist bestimmt lustig. Muss man die eigentlich zahlen? Ich glaube schon, oder? Mal gucken, was passiert. Wenn jetzt nicht dauernd eine Katze vor meinem Bildschirm stehen würde. Ach, Katze. So. Ach, jetzt. Ach, Flashy, lass das doch mal. Hm? Ich sehe doch sonst nichts. Das ist nicht hilfreich. So, ich denke mal, ich werde mir noch eine weitere Kellnerin anschaffen. Das ist besser. Ich nehme mal sie hier mit. So. Dann sind wir hier besser versorgt. Und sie kümmert sich jetzt hier darum, dass Essen geliefert wird, okay? Was liefert ihr denn da eigentlich? Das sieht aus wie... Was ist das denn? Zwiebelsuppe? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Zwiebelsuppe. Auf jeden Fall mögen die Leute offensichtlich gerne Zwiebelsuppe haben. Ah, oh, hier ist Essen drin. Ah, okay, das ist die Essenskiste. I see. Ha. Also ich muss mir diese gesamte Logistik hier gar nicht antun. Das ist schon mal was. Teure Abenteurer an, um diese Zutaten zu erhalten. Okay, also ich brauche Leute, die auf Abenteuerfahrt Zutaten einsammeln. Sowas wie Erdbeeren oder so. Hm, warum nicht? Da beschwere ich mich mal nicht. Das ist irgendwie lustig. Ach, guckt mal hier. Das geht hier doch deutlich schneller. Und sie holt jetzt was? Okay. Das Ding hier muss ich wahrscheinlich dann doch ein bisschen anders basteln. Also diese Theke dann lieber hier hin. Und der Koch bereitet das jetzt hier zu. Okay, das sieht aus wie gemischtes Gemüse. Gemüseplatte wahrscheinlich oder so. Und der hier wollte hier Gemüseplatte haben. Ich frage mich, ob ich das hier nochmal umbauen kann. Warte mal. Können wir das noch irgendwie anders hinsetzen? Oh ja, das geht. Cool. So, und das Ding hier setzen wir einfach mal so. Oh.
Wir machen das einfach so, dass der hier jetzt alles praktisch vor der Tür hat. Ja, ich glaube, das ist besser so. Wir müssen ja so ein bisschen hier logistisch sein. Wenige Wege und schon läuft das besser. Okay, also ich glaube, meine Gäste sind hier ganz zufrieden. So ein bisschen, hoffe ich mal. Und hier wird dann gleich mal gekocht. Er sammelt sich das jetzt hier ein. Okay, und bastelt hier die nächste Zwiebelsuppe. Okay. Also sie bestellt das tatsächlich irgendwie. Und es gibt hier leider niemanden, der den Abwasch macht. Das ist einfach weg. Passt schon. Oh, das sieht hier aber auch aus. Ey, Leute, geht doch hier mal rum. Also im Ernst, die ganzen Becher braucht doch auch mal irgendjemand, oder? Ha. Könntest du mal abräumen, Mädel. Wie wär's? Na, holst du jetzt den ganzen Shit? Nee, irgendwie wird das nichts mit da hinten. Also ich würde mich ja ärgern, wenn mein ganzer Tisch dauernd vollstellen würde. Ja, nehmt das doch mal mit. Mädels, abräumen muss man auch. Das sage ich euch als jemand, der durchaus auch gekellnert hat irgendwann mal früher. Weil die Küche wird sich dann irgendwann schon ein bisschen wundern, warum 20 Gläser irgendwo auf einem Tisch stehen bleiben. Also offensichtlich können die nur ausliefern und nicht gleichzeitig abräumen. Weil sie bringen ja immer nur neues Zeug rein. Also das würde mich nerven hier. Viel zu viele Becher. Komm, nimm die mal mit, Mädel. Oh, da passen auch nur eine begrenzte Menge auf das Tablett. Ey, alter Schwede. Egal, wir werden uns jetzt mal einen neuen Tisch leisten. Denn das ist auch eine der Aufgaben, die wir machen müssen. So. Die Bude vollhauen. Jawohl. Hatten wir hier eigentlich irgendwelche Leute mit einem neuen Level? Ja, hatten wir. Okay. Der kann jetzt tragend ein bisschen schneller werden. Coole Scheiße. Ah, wir können auch mit den Punkten bemessen, wie viele Sachen gleichzeitig getragen werden. Ah, das ist interessant. Nicht schlecht. Also, dass man das Personal steigern kann, das finde ich ziemlich gut. Das macht mir schon mal ein bisschen Laune. Das ist spaßig. Und vor allem, es kommt hier richtig gut Geld rein. Also, man kann sich echt nicht beschweren. Oh, die Forschung ist fertig. Juhu, wir haben Limonade im Angebot. Okay, dann machen wir mal die Musiker. Ein bisschen Party in der Bude ist natürlich auch nicht verkehrt. Und vielleicht kann ich mir ja auch ein neues Fass leisten. Wo war das denn hier? Nee, das war nicht hier. Das war, Küche, Tische, Sitzplätze, Teppiche. Oh, ich könnte hier coole Teppiche haben. Spezial. Was ist denn Spezial? Neue Bar, Musikerbühne. Oh, die ist ja noch ganz brauchbar, nicht ganz so teuer. Ah, das sind richtig sauteure Sachen hier. Oh, Bücherregal, cool. Das ist ja witzig. Also ich könnte auch für meine Gäste Lesestoff zur Verfügung stellen, wenn die darauf stehen. Warum nicht? Aber eigentlich war ich jetzt gerade auf der Suche nach einem neuen... Ach, Quatsch, ich muss das ja hier machen, klar. Limonadenfass. So, das hätten wir. Also bald muss ich eine neue Bar anbauen, habe ich so den Eindruck. Das passt ja alles sonst nicht mehr hier rein. Und wir haben kein Klo. Was machen denn die Leute, wenn sie jetzt diese ganzen Getränke irgendwo wegbringen müssen? Oh Mann. Ah. Ja, ich weiß ja nicht, aber das ist so ein bisschen... Aber es gibt offensichtlich auch ein paar Leute, die gerne Limo haben möchten. Hier, jemand möchte Limonade haben. Nice. Und der Salatteller, der Gemüseteller kommt auf jeden Fall auch gut weg, wie es ausschaut. Das ist ja nicht verkehrt. Und hier will schon wieder jemand Zwiebelsuppe. Ich glaube zumindest, dass das Zwiebelsuppe ist. Ich hoffe es. Sonst wird das ein bisschen peinlich. So, ah, wir haben jemanden, der offensichtlich gelevelt hat. Oh, das ist cool. Tja, was nehmen wir denn da? Kann 5 Getränke tragen? Ah.
Ich glaube mal, ich nehme ein bisschen mehr tragende Geschwindigkeit. Das ist echt notwendig. Dass die Leute, wenn sie Zeug ausliefern oder wegbringen, hier ein bisschen Tempo machen. Und so langsam wird es jetzt auch still. Der hockt jetzt einsam vor seiner Zwiebelsuppe. Oder was auch immer das ist. Es ist schade, dass man das nicht erfährt. Das wüsste ich gerne. Okay, also die Ausgaben sind weniger geworden und wir haben sogar ein bisschen Gewinn gemacht. Yeah. Hatten wir verärgerte Kunden? Nö. Wir machen das gut. Naja, wir haben keine Ahnung, aber wir machen es trotzdem hier. Super. So, der nächste Tag darf kommen. Was fehlt denn hier? Oh, besitze 8 Bänke. Das haben wir. Besitze 4 Tische. Bediene 20 Kunden. Hatten wir auch. Yeah. Und wir können 100 Gold mitnehmen. Nice. Okay. Cool. Ich bin gespannt, was die nächste Aufgabe sein wird. In unserer kleinen süßen Taverne. Und da fängt der Tag auch schon gleich mal mit einer Limonade an. Hm. Ah, warte mal. Ich könnte mal ein bisschen Limonade kaufen. So, ich glaube, das reicht erstmal. Wie sieht's mit Essen aus? Oh, hier müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen nachkaufen. Bisschen Obst. Jetzt sind wir mal wieder halb pleite, aber immerhin haben wir genügend Dinge, die auf Vorrat sind. So. Das läuft doch hier. Nur schade, dass wir hier so im Außenbereich irgendwie nicht groß dekorieren können. Oh, guck mal, wir haben hier im Hintergrund ein Schloss. Nice. Und von da kommen dann auch ein guter Haufen Leute, die hier an der Taverne entlanglaufen und reingehen. Und wo kommen die alle her? Von irgendwo da hinten. Okay. Oh, hier gibt es sogar ein Pilzwäldchen. Warum können wir uns eigentlich an den Pilzen nicht bedienen? Ja, vielleicht, weil wir die falschen nehmen würden, so die mit den Punkten. Hm. Egal. Aber so sieht das doch hier schon mal ganz brauchbar aus. Volle Tische, genügend Leute. Und es gibt eine Menge Leute, die offensichtlich gerne Limonade essen, trinken möchten. Das einzige Problem ist das Abräumen von den Bechern. Also ganz ehrlich, ihr seid nicht sehr schnell, Mädels. Dass sie das halt nicht immer groß mitnehmen kann, ist schon irgendwo ein Problem. Aber ich glaube, ich muss mal die Menge der Dinge, die sie gleichzeitig tragen können, erhöhen. Und sie können auch immer nur eine leere Schüssel mitnehmen, offensichtlich. Ah, okay, das ist das Problem bei der Logistik hier. I see. Aber das macht ja nichts. Wenn wir hier bald mal wieder ein paar Levelpunkte haben, dann können wir das natürlich auch verbessern. Also, es sieht ja bisher nicht schlecht aus, unsere kleine Bude. Was haben wir denn an Aufgaben? Haben wir neue? Beende eine beliebige Forschung. Das kommt ja jetzt dann. Wenn wir die Musikerbühne haben, dann muss ich allerdings hier auch noch ein bisschen ausbauen, weil sonst wird das hier nichts. Ist aber schon ganz nett. Schade, dass man durch diese Fenster nichts raussieht. Das hätte mir jetzt auch noch ein bisschen Spaß gemacht. Mal gucken, ab wann ich dann anfangen muss, hier in der Küche anzubauen. Aber das wird schon. Haben wir hier irgendwie... Nee, aus dem Geschirrschrank kann ich auch nichts ändern. Also der hat wohl immer irgendwie Geschirr. So, was haben wir denn hier? Hm. Also Obst und Getreide kommt auf jeden Fall immer viel weg, wie es ausschaut. Und gesoffen wird hier auch ganz ordentlich. Und die Limonade geht auch ganz gut weg. Alter Schwede. Ich glaube, ich muss jetzt hier mal ein bisschen auffüllen. So. Oh, das darf ich kostenlos auffüllen. Cool. So, beim Bier. Füllen wir mal komplett auf. Und hier ist auch voll. Schön. Oh, die kostet 3 und das Wasser kostet 2 und das Bier 4. Okay. Nice. Oh, und die Forschung ist fertig. Cool. Dann fangen wir doch mal... So baut man die Küche. Okay. Jetzt bauen wir halt mal ein paar mehr Gäste pro Tag, wie es ausschaut. Und hier haben wir eine Forschung beendet. So, jetzt brauchen wir neue Aufgaben, sonst kommen wir hier nicht weiter.
Ich möchte doch neue Bodenfliesen haben, Mensch. Also echt, wenn ich jetzt hier schon so Dinge tue. Aber es ist echt gut voll. Also die Leute sind offensichtlich ganz begeistert von meinem Angebot. Wobei das Bier wahrscheinlich immer noch am meisten getrunken wird, so wie es aussieht. Oder die Leute haben halt mittags einfach mehr Bock auf Bier, wer weiß. Dabei heißt es doch kein Bier vor vier, liebe Leute. Ihr solltet eigentlich Wasser und Limonade trinken, so zu Beginn des Tages. Wobei, nein, es ist ja schon ein bisschen später. 4 Uhr haben wir ja hinter uns gelassen. Also, es ist ganz nice. Bis halt auf diese vollen Tische. Das ist so... Ich glaube, daran müssen wir noch ein bisschen feilen, liebe Leute. Das ist so ein bisschen sehr wenig irgendwie. Also, das ist einfach zu voll. Aber gut. Darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Try wieder. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr Bock habt, über Tavern Master zu sprechen, kommt doch einfach mal in meinen Discord. Ihr findet den Link zum Discord auf der Startseite von dem Channel oben rechts gleich angemarkert. Oder aber ihr guckt unter das Video, da ist es auch in den Details drin. Macht es gut, ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss.